Alles aufgewirkt Allah, dem Herrn der Welten, und Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sei auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, Allah sagt im Koran, o die ihr glaubt, fürchtet Allah, so wie es ihm gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt nicht anders, denn als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat. Aus einem einzigen Wesen, aus diesen beiden, hat er viele Männer und Frauen hervorkommen lassen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet und im Namen der Verwandtschaftsbande. Fürchtet Allah, denn er ist Wächter über euch. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und sprecht gefestigte Worte, dann wird er dafür sorgen, dass eure Taten rechtschaffen sind und euch eure Sünden vergeben. Denn derjenige, der Allah und seinem Gesandten gehorcht, der hat einen gewaltigen Sieg errungen. Liebe Geschwister, die wahrhaftigsten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung, liebe Geschwister, ist eine Erfindung und jede Erfindung ist ein Irrtum. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns darauf hingewiesen, dass es im Körper ein Stück Fleisch gibt, das, wenn es in Ordnung ist, der gesamte Körper ebenfalls in Ordnung und gesund ist. Und wenn dieses Stück Fleisch nicht in Ordnung ist, dann wird auch der gesamte Körper nicht in Ordnung, sondern vielmehr krank sein. Und er rief uns darauf hin und sagte, damit ist das Herz gemeint. Dieses Herz, liebe Geschwister, verdient es, dass man ihm mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das Herz im materiellen Sinne, wenn es erkrankt, verreist man deswegen eventuell tausende von Kilometern, nur um einen kleinen Eingriff daran vorzunehmen. Weil man weiß, dass eine bestimmte Person ein Experte ist auf diesem Gebiet und deswegen investiert man darin tausende von Euros. Nur um einen kleinen Eingriff in dieses Herz zu machen, wovon dein Leben natürlich abhängt. Viel mehr Aufmerksamkeit sollte unsere Herzen im übertragenen Sinne bekommen. Unsere Herzen, die der Grund für jede gute Tat und ebenfalls der Grund für jedes Übel ist. Liebe Geschwister, manche unserer rechtschaffenen Vorfahren haben sich um dieses Herz tatsächlich gekümmert. Und wenn sie gemerkt haben, dass in diesem Herzen irgendwas nicht in Ordnung war, sind sie zu einem Gelehrten gegangen. Einem Gelehrten, der weiß, es nach Koran und Sunna zu erziehen. Der weiß, was Heilmittel für die Herzen sind. Was das Herz an Versen aus dem Koran in diesem Moment braucht. Und wie man diese Herzen durch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam heilen kann. Liebe Geschwister, wir merken doch, dass wenn wir die Khutbah am Freitag hören, dass dies manchmal unsere Herzen bewegt und manchmal unsere Herzen kalt lässt. Obwohl in jeder Khutbah Verse aus dem Koran, das sind die Worte Allahs des Allmächtigen, repetiert werden. In jeder Khutbah der Prophet sallallahu alaihi wasallam indirekt zu uns spricht und uns ermahnt. Manchmal bewegt es etwas in uns, und manchmal bewegt es in uns gar nichts. Manchmal hören wir, liebe Geschwister, im Gebet, dass der Imam Verse rezitiert aus dem Koran, die rechtschaffenen Menschen dazu gebracht haben, umzufallen. Liebe Geschwister, dass sie ohnmächtig werden. Zu diesen Geschichten gehört, dass einer der rechtschaffenen Menschen namens Marwan ibn Mahran, rahimahullah ta'ala, erlebte in der Zeit der Generation nach den Gefährten. Er verspürte irgendetwas in seinem Herzen, was nicht in Ordnung war. Er kümmerte sich um dieses Herz. Er dachte sich vorher, irgendwie war dieses Herz nicht so still und ruhig. Aber jetzt irgendwie ist was passiert, was es dazu gebracht hat. Und er sagte zu seinem Sohn Amr, lass uns zum Haus von Al-Hasan gehen. Al-Hasan al-Basri, einer der Imame der Tabi'in. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und ihm barmherzig sein. Und als sie an seiner Haustür klopften, machte dann
eine Magd auf. Und sie sagte, wer ist da? Er sagte, Marwan, ibn, Mahran ibn Marwan. Oder umgekehrt, rahimahullah. Und dann sagte sie, wehe dir, du Unseliger. Was hat dich dazu gebracht, bis zu dieser üblen Zeit noch zu leben? Und dann fing er an zu weinen und machte sich bewusst, dass Allah subhanahu wa ta'ala eventuell für ihn gar nichts Gutes will, dass er ihm dieses lange Leben geschenkt hat. Und er weinte laut, sodass Al-Hasan rahimahullah ta'ala ihn vom Haus hörte. Und er kam dann hinaus und begrüßte ihn und umarmte ihn und fragte ihn, was ist los? Und er sagte, ich habe in meinem Herzen Härte verspürt. Irgendwie ist es nicht mehr so barmherzig und weich, wie es vorher gewesen ist. Was soll ich tun? Soll ich fasten, auch dass Allah es mir wieder weich macht? Und er sagte dann Al-Hasan, rahimahullah ta'ala, und diese Antwort, liebe Geschwister, ist ein Phänomen. Es sind wenige Worte, aber es sind ausgewählte Worte zum richtigen Zeitpunkt. Rahimahullah ta'ala, er sagte, er zitierte nichts anderes als Verse aus dem Koran, die, ich bin sicher, die meisten von euch schon mehrfach gehört haben. An diesen Versen, an diesen Geschichten und an diesen Begebenheiten, liebe Geschwister, kann man sich ein Bild davon machen, wie lebendig das eigene Herz noch ist. Ihr wisst, das Herz des gläubigen Menschen ist manchmal lebendiger und manchmal weniger lebendig. Genauso wie der Körper, wenn er krank ist, weniger lebendig ist. Und wenn er gesund ist, vollkommen lebendig ist. Auch die Steine, liebe Geschwister, alles, was wir eigentlich als leblos betrachten, ist in Wirklichkeit lebendig und lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala. Auch die Pflanzen haben ein Leben, das hierarchisch gesehen über dem Leben der Steine liegt. Auch die Tiere haben ein Leben, sonst würden sie nicht Lebewesen heißen. Und auch die ungläubigen Menschen, liebe Geschwister, haben ein Leben. Und auch die gläubigen Menschen, sie haben ein Leben. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran, dass das Leben im Jenseits das wirkliche Leben ist. Dieses Leben, das wir alle erreichen möchten. Liebe Geschwister, diese Ayat, die der Al-Hasan rahimahullah ta'ala vorgetragen hat, haben den Fragenden dazu gebracht, ohnmächtig zu werden. Er las ihm nur die folgenden Verse vor aus Surat al-Shu'ara, die Dichter, in denen es heißt, sinngemäß, stell dir vor, wir würden ihnen ein langes Leben, jahrelanges Leben genießen lassen. Hiernach aber kommt zu ihnen das, was ihnen angedroht worden ist. Was wird ihnen dann nützen, dass sie in diesem Leben genossen haben? Stell dir vor, wir bescherten ihnen ein jahrelanges gutes Leben auf dieser Erde. Hiernach kommt zu ihnen dann, was ihnen angedroht und versprochen worden ist. Nichts wird ihnen nützen, dass sie in ihrem Leben ihr Leben genossen haben. Stell dir vor, O Muhammad, möge Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit auf ihnen sein. Wir würden ihnen ein langes Leben bescheren, solange wie Nuh a.s., der gemäß dem Koran 950 Jahre lang verweilt hat. Oder wir würden ihnen noch ein längeres Leben geben. Aber hiernach muss trotzdem das geschehen, was allen Menschen geschehen wird. Es wird sie der Tod ereilen. Hiernach wird zu ihnen das kommen, was ihnen versprochen worden ist, sei es das Paradies, sei es die Hölle, sei es das angenehme Leben im Grab, sei es die Strafe im Grab. Der Tod wird zu ihnen kommen, egal wie viele tausend Jahre sie gelebt haben. Stell dir vor, nach diesem langen Leben, wenn es zu Ende ist, kommt dann zu ihnen das, was ihnen versprochen worden ist. Was wird ihnen dann nützen, dass sie in diesem langen Leben genossen haben? Liebe Geschwister, er fiel runter und wurde ohnmächtig, wie es in seiner Biografie heißt,
Und dann Al-Hassan versuchte sein Bein zu heben und es fiel runter wie ein totes Schaf. Und nach einer Zeit ist er erst aufgewacht. Und auf dem Weg zurück sagte dann sein Sohn Amr zu ihm: O Vater, das ist Al-Hassan? Das alles? Das alles, was er machen konnte, war ein paar Verse aus dem Koran rezitieren? Weil Al-Hassan Basri ist einer der Imame, einer der großen Gelehrten, einer der, man sagt, die Aussprüche, die er manche gemacht hat, ähneln der Aussprüche des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil sie so edel sind und weise sind. Und zu diesen Aussprüchen gehört wallahu a'lam, dass er gesagt hat: Ich mache mir um meine eigene Versorgung keine Sorgen, weil Allah subhanahu wa ta'ala niemandem die Versorgung geben wird, die er mir zugeteilt hat. Und die zweite Sache ist, er sagte: Ich verlasse mich auf niemanden, denn meine Taten wird niemand anderes für mich verrichten. Möge Allah mit ihm zufrieden sein, mit ihm barmherzig sein. Sein Vater sagte zu ihm: Mach mal langsam, mein Junge. Die Antwort, die er gegeben hat, diese Verse aus dem Koran, das ist die Weisheit. Das ist die Weisheit, dass man die Worte Allahs zum richtigen Zeitpunkt der richtigen Person vorträgt. Was gibt es Besseres als Ermahnung und Warnung als die Ayat aus dem Koran, liebe Geschwister? Die zweite Ayah, die ich euch heute nicht vorenthalten lassen möchte, und das ist der Beweis, die kommenden drei Ayat sind der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat, dass es Gründe gibt, warum die Herzen sterben und warum sie sich nicht mehr bewegen, wenn sie etwas hören. Allah sagte im Koran, unmissverständlich: O die ihr glaubt, leistet Folge Allah und seinem Gesandten. O die ihr glaubt, leistet Allah und seinem Gesandten Folge, wenn sie euch zu etwas aufrufen, was euch Leben gibt. Liebe Geschwister, Allah und seinem Gesandten Folge zu leisten, ihrem Aufruf zu folgen, das zu tun, was sie sagen, und das zu vermeiden, was sie verbieten, das ist der Grund, warum die Herzen lebendig werden. Und alles andere ist der Grund dafür, dass die Herzen sterben und sich nicht mehr bewegen. Und Allah macht es uns klipp und klar. Und er sagte anschließend direkt danach: Und wisset, dass Allah dafür sorgen kann, dass sinngemäß diese Tat, die ihr hättet vollziehen wollen, ihr nicht mehr vollziehen könnt. Er sorgt dafür, dass zwischen dir und dieser Tat, die du nicht sofort verrichtet hast, nachdem man dich dazu aufgerufen hat, eine Wand ist, sodass du nie wieder den Erfolg verliehen bekommst, diese Tat zu vollziehen. Und das ist eine Tatsache, die wir manchmal klipp und klar sehen, bei Leuten, denen man sagt: Lieber Bruder, liebe Schwester, verrichte doch endlich die Pilgerfahrt. Geh doch endlich zur Hajj. Und er sagt: Inshallah, nächstes Jahr. Inshallah, mach es dann. Erst habe ich was anderes zu. Erst muss ich das machen. Und so weiter und so fort. Und er schiebt es hinaus, ohne religiös gerechtfertigte Gründe. Und dann wird es so sein, dass er es vielleicht niemals macht. Und wenn er es macht, wird er es nicht mit dem Herzen machen, mit dem er es gemacht hätte, als sein Herz noch lebendig war. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin: Nur diejenigen leisten Folge. Nur diejenigen leisten Folge, die hören können. Und die Toten wird Allah auferwecken. So sagt Allah im Koran, in Surah Al-An'am. Nur diejenigen leisten Folge, die hören können. Und die Toten, die wird Allah subhanahu wa ta'ala auferwecken am jüngsten Tag. Nur diejenigen, liebe Geschwister, können hören, die lebendig sind. Nur diejenigen leisten Folge dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die hören können. Das heißt, diejenigen, die nicht hören können, diejenigen, die ihrem Aufruf nicht folgen, das sind diejenigen, die wirklich tot sind. Allah sagt klipp und klar im Anschluss: Und die Toten, Allah wird sie auferwecken. Auferwecken zum richtigen Leben, und dann werden sie wirklich hören können. Und dann werden sie merken, dass sie in diesem Leben wirklich tot waren. Auch wenn dieses Gehör, liebe Geschwister, seine Funktionen erfüllt, materiell gesehen. Aber wenn dieses Gehör, das was es hört, nicht die Informationen ans Herz weiterleitet oder an die Körperteile, damit sie sie umsetzen, liebe Geschwister, dann hat das Gehör seine Funktionen verfehlt.
Und deswegen findet man doch, dass es Leute gibt, die taub, stumm und blind sind und trotzdem gläubiger und religiöser und rechtschaffener sind als manch einer, der vollkommen gesund ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in einem weiteren und dritten Vers, wir haben ihm die Poesie nicht gelehrt und es steht ihm auch nicht zu, dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Vielmehr ist er nur eine Ermahnung und ein deutlicher Koran, damit du diejenigen warnst, die lebendig sind. Oder in einer anderen Lesart, damit er, sallallahu alaihi wa sallam, oder er, der Koran, diejenigen warnt, die lebendig sind. Und das Wort fällig wird gegen die ungläubigen Menschen. Als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen, die Gläubigen sind lebendig, denn sie hören und leisten Folge, und die Ungläubigen sind tot, denn sie hören nicht und leisten keine Folge. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Ohren, liebe Geschwister, öffnet für diese Worte, die wir gehört haben, und uns lebendig macht, denn er ist derjenige, der Leben gibt, und er ist derjenige, der sterben lässt. أقول بما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Liebe Geschwister im Glauben, alles Lob gebührt Allah und Allahs Segen und Heil seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nachdem was wir in der ersten Khutba gehört haben, sollten wir aufmerksam jetzt zuhören, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt. Liebe Geschwister, machen wir uns bewusst, dass wir diejenigen sind, die diese Gebete brauchen und alle anderen rechtschaffenen Taten. Allah subhanahu wa ta'ala braucht nichts von alledem. Und das ist immer ein Argument von einigen Leuten, die ihr Gebet nicht verrichten wollen. Sie sagen, Allah braucht doch diese Gebete gar nicht. Wofür soll ich beten? Ja, keiner hat gesagt, dass Allah das braucht. Sondern wir haben gesagt, dass du das brauchst, um dich zu reinigen. Denn deinen guten Charakter und dein gutes Benehmen wirst du erst erreichen, wenn du deine 5 Gebete verrichtest. Das steht im Koran. Wer es möchte, liest es nach. Liebe Geschwister, versuchen wir ab heute Folge zu leisten dem Aufruf des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der dieses Gebet, was wir täglich verrichten, auf eine bestimmte Art und Weise verrichtet hat. In einer bestimmten Gemeinschaft, an einem bestimmten Ort. Und er hat nicht dazu aufgerufen, diese Bewegungen alleine zu machen. Man hat dazu aufgerufen, dass wir dieses Gebet auf bestimmte Art und Weise verrichten. Dieses Gebet, liebe Geschwister, hat der Muslim grundsätzlich in der Moschee zu verrichten. Diejenigen Geschwister, die die Moschee einmal der Woche zum Freitagsgebet besuchen. Liebe Geschwister, hört aufmerksam zu. Dieses Gebet, ihr braucht es. Da ihr einmal in der Woche es schafft zu kommen, während ihr sogar vielleicht aus der Schule hinausgeht oder von der Arbeitszeit nimmt und frei nimmt, das könnt ihr auch an anderen Tagen machen. Das könnt ihr auch an anderen Tagen machen. Auch an anderen Tagen ist man imstande, einmal pro Tag in die Moschee zu kommen, sein Gebet zu verrichten. Liebe Geschwister, auf dass Allah eure Taten segnet. Auf dass Allah dafür sorgt, dass eure Taten gut werden und viele werden. Versucht es zur Gewohnheit zu machen, einmal täglich in die Moschee zu kommen. Das für diejenigen, die nur wöchentlich kommen. Und was diejenigen angeht, die einmal pro Tag kommen, liebe Geschwister, füg ein weiteres hinzu. Und was diejenigen angeht, die zweimal pro Tag kommen, kommen dreimal. Und diejenigen, die dreimal kommen, kommen viermal. Und diejenigen, die viermal kommen, kommen ein fünftes Mal. Und du wirst sehen, wie dein Iman steigen wird. Und diejenigen, liebe Geschwister, die ihre Gebete alle 5 in der Moschee täglich verrichten, achte darauf, dass du nicht wackelig wirst darin und achte darauf auch, dass deine Geschwister nicht vernachlässigt werden von dir. Lad sie ebenfalls ein durch ein gutes Wort und vernachlässige nicht. Lass sie nicht im Stich und sag nicht, A'udhu billah, die andere Person kommt nie in die Moschee. Wenn Allah will, wie er uns in dieser Ayah, die wir vorhin gelesen haben, aus Surat Al-Anfal, wenn er möchte, sorgt er dafür, dass du ab heute nicht mehr imstande sein wirst, das Gebet in der Moschee zu verrichten. Deswegen sei nicht überheblich. Hab kein Kibbel in deinem Herzen, sondern wünsche für deinen Bruder, was du für dich selbst wünschst. Und leg ein gutes Wort bei ihm ein. Rufe sie mit einem guten Wort oder gutem Charakter oder mit einem schönen Unterricht eines Gelehrten oder wie auch immer, auf dass sie dir Folge leisten und in diese Moschee kommen. Denn was du für dich wünschst, das sollst du auch für deinen Bruder wünschen. Und daran kannst du auch merken, wie gesund dein Herz ist.
Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er mich und euch recht leitet und uns den Erfolg verleiht, diese Gebete zu verrichten. Liebe Geschwister, eine einzige Ayah aus dem Koran reicht vollkommen aus, um Motivation genug zu sein für die Leute, die ein lebendiges Herz haben. Und es ist die Ayah aus dem Koran, auf Surat Al-Tawbah, in der Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in der 9. Surah, nur diejenigen Menschen bevölkern die Moscheen Allahs, die an Allah glauben und an den jüngsten Tag. Bevölkern heißt viel besuchen. Nur diejenigen Menschen besuchen Allahs Moscheen viel, die an Allah glauben, an den jüngsten Tag glauben, das Gebet verrichten, die Zakat entrichten und niemanden anderes fürchten außer Allah. Und diese werden sicherlich zu den rechtgeleiteten Menschen gehören. 6 Eigenschaften hast du. Ein Zeugnis vom Herrn der Welten, wenn du deine Gebete regelmäßig in der Moschee verrichtest. Und wenn du jemanden siehst, der deine Gebete regelmäßig in der Moschee verrichtet, denke niemals schlecht über ihn. Reinige dein Herz von Argwohn und von Hass und Neid. Denn er gehört zu den Gläubigen. Er gehört zu den Gläubigen, die an Allah und den jüngsten Tag glauben. Und er gehört zu denjenigen, die ihre Gebete immer richtig zur richtigen Zeit verrichten. Und er gehört zu denjenigen, die die Zakat entrichten. Und er gehört zu denen, die niemanden anderes fürchten außer Allah. Und er gehört zu den rechtgeleiteten Menschen. Willst du wirklich immer noch schlecht über solche Personen sprechen? Lieber Bruder, liebe Schwester, möge Allah mir und euch den Erfolg dazu verleihen. Denn er ist derjenige, der den Erfolg dazu verleiht. Und er ist derjenige, der auch dazu imstande ist. Wir bitten ihn darum, möge Allah dieses Gebet erhören. Steht auf zu eurem Gebet. Aqumu li salatikum. Yarhamakumullah. Steht auf zu eurem Gebet. Aqumu li salatikum. Yarhamakumullah. Auf zu eurem Gebet, Aqumu li salatikum.